Hallöchen ihr Lieben, ich bin Lido von Cupcake Studios und heute möchte ich euch zeigen, wie ich mein Chat Noir Make-up mache. Erstmal, die meisten Ideen hier sind von unserer Sayuri Chinichi, die uns diese tollen Make-up-Sheets gemacht hat. Also, checkt sie aus, geht auf ihren Channel, sie hat noch viele andere tolle Tutorials. So, zunächst einmal für die Leute, die es nicht gewohnt sind, Linsen zu tragen, setzt die ganz am Anfang ein. Ich persönlich bin da schon relativ fit drin, deswegen mache ich das erst danach. Als erstes müssen wir unsere Haare natürlich nach hinten machen. Dafür benutze ich ein ganz normales Perückennetz. Ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch schminkt. Anschließend geht's auch schon los. Erstmal müssen wir unsere Augenbrauen abdecken. Dafür benutze ich einen Uhu-Klebestift. Und ja, hoffe, dass man das dann unter der Maske nicht mehr sieht. Erstmal gehe ich gegen den Strich von den Augenbrauenhaaren, damit da ordentlich Kleber drunter kommt. Und anschließend einmal mit dem Strich. Kann ruhig am Anfang ordentlich Kleber drauf. Dann benutze ich so eine Mascara-Bürste, um das Ganze glatt zu streichen und möglichst nah an die Haut zu drücken. Versucht das wirklich möglichst glatt zu machen, geht immer wieder drüber. Und wenn ihr so kleine Kleberfusseln da drumherum habt, macht die einfach mit den Händen weg. Oder wenn es schon zu arg angetrocknet ist, könnt ihr eure Finger auch ein bisschen nass machen. Danach geht's auch schon ans Babypuder. Pudert das einfach einmal drüber, schon ordentlich, bis sich alles fest genug anfühlt. Danach müsst ihr das eigentlich nur noch 4 bis 5 Mal pro Augenbraue machen. Ich denke, 4 bis 5 Schichten reichen. Zu dick sollte es nicht sein, aber man soll die Augenbrauen ja auch unter der Maske nicht sehen. Anschließend packe ich mein ganzes Gesicht nochmal in Babypuder. Ich finde, das ist eine gute Grundierung, kann ich mir auch nur einbilden. Ich mache es auf jeden Fall so. So, danach könnt ihr die Maske mit einem weißen Eyeliner vorzeichnen. Ich mache das nicht, ich muss Chat Noir so oft schon schminken. Deswegen fange ich gleich mit meinen Pinseln an. Ich benutze dafür alte Pinsel, außerdem meine Farbpalette. Und natürlich die Kiomi Gesichtsfarbe, da packe ich euch den Link auf jeden Fall auch in die Beschreibung. Ja, dann fange ich an, packe die Farbe auf die Palette, nimm meinen Lieblingspinsel, der sich ja, für mich einfach am besten anfühlt, um damit die Outlines zu machen. Und fange dann an, die Maske langsam auf mein Gesicht aufzumalen. Das sollte dann ungefähr so aussehen, wenn ich fertig bin. Die Nase ist noch nicht so sauber. Das kommt noch, aber erstmal könnt ihr anfangen, die Maske auszufüllen, natürlich mit derselben Farbe. Achtet aber darauf, dass ihr die Augen erstmal freilasst. Dann könnt ihr euch um die Nase kümmern. Die Nase ist eine der schwersten Partien der Maske, finde ich. Ich brauche da immer ein bisschen für, benutze dafür einen sehr filigranen, sehr feinen Pinsel. Versucht das möglichst gut hinzukriegen. Es dauert, also die Nase dauert bei mir echt immer lang, eigentlich am längsten. Selbst länger als die Augen und das heißt schon was. Also seid da nicht traurig, wenn das ein bisschen dauert und da gilt auch Übung, macht halt schon den Meister. Und wenn nicht, dann gibt es immer noch Q-Tipps. So, danach kommt die Augen. Da fangt ihr erstmal an, einen ganz normalen Lidstrich zu ziehen. Wichtig ist hierbei, dass die Augen im Nachhinein ein bisschen größer und katzenähnlicher aussehen sollen. Deswegen spare ich außen am Auge und auch am inneren Auge ein bisschen was aus. Ihr seht schon, was ich da mache. Gucke einfach, dass da noch ein bisschen Haut zwischen ist und der Strich nicht direkt am Auge liegt. Das mache ich fürs andere Auge auch nochmal. Dabei ist es komplett egal, wie unordentlich das außerhalb von diesem Strich ist, weil da kommt eh überall schwarze Farbe drüber. Wichtig ist, dass ihr versucht, innerhalb dieser Linien einfach möglichst sauber zu arbeiten. Lasst euch dafür auch ein bisschen Zeit. Wenn ihr die habt, natürlich vorausgesetzt. Und versucht die Augen wirklich katzenähnlich einfach hinzubekommen. Nachdem ihr die Augen ordentlich ja, umrandet habt, könnt ihr anfangen, das Ganze auszufüllen. Mit der leicht schwarzen Farbe natürlich. Passt auf, dass ihr nicht wieder über die Outlines kommt. Das wäre ein bisschen doof. Einfach ein bisschen aufpassen. Was sein kann, ist, dass sich die Farbe von den Lidern extrem schnell wieder ablöst.
Da gehe ich meist ein bisschen häufiger drüber, damit das hält. Oder ihr könnt auch ein bisschen schwarzen Eyeshadow benutzen, damit die Augenlider einfach schwarz bleiben, so wie ihr das gerade bei mir da seht. Schwarzer Eyeshadow. Als nächstes benutze ich dann Kiomi Fixing Powder. Das funktioniert auch mit Babypuder. Ich persönlich mag einfach den Effekt, den das Kiomi Fixing Powder mit sich bringt, in matt. Und passt auf, dass ihr versucht, innerhalb der Maske zu bleiben, einen möglichst weichen, gefächerten Pinsel zu benutzen. Denn wenn ihr darüber kommt, verteilt sich das Schwarz natürlich trotzdem irgendwo auf eurer Haut. Und das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt ja die Outlines der Maske behalten. Seid da ein bisschen vorsichtig, benutzt nicht zu viel Druck und auch nicht zu viel Puder. Tastet euch da einfach langsam ran. Was sein kann, ist, dass durch das Fixing Powder ein paar Stellen sichtbar werden, wo die Farbe einfach nicht ganz so gut hält oder nicht ganz so dick aufgetragen war. Benutzt da einfach nochmal ein bisschen was von der Kiomi, von dem Kiomi Make-up und geht dann nochmal mit dem Puder drüber, so lange, bis ihr einfach mit der Grundierung der Maske zufrieden seid. Danach setze ich für gewöhnlich die Linsen ein. Ich benutze Mini-Scleras, da packe ich euch den Link in die Beschreibung mit dazu. Die sind ein bisschen größer als normale Kontaktlinsen. Ich mag den Look einfach gerne. Dann ist es Zeit für den weißen Eyeliner und für die ausgesparten Stellen am Auge. Das, was ihr vorhin eingezeichnet habt ums Auge rum, macht ihr jetzt einfach weiß, damit die Augen ein bisschen größer aussehen und die Form auch ein bisschen besser rüberkommt. Passt auf, dass ihr innerhalb der Outlines bleibt, ansonsten müsst ihr von außen mit Schwarz nochmal nacharbeiten. Anschließend benutze ich dann dunkelgrauen Eyeshadow mit Glitzer, sehr viel Glitzer, weil jetzt geht's ans Highlighten. Und da fange ich meist mit den Augenbrauen an, da wo vorher die Augenbrauen gewesen sind. Die sieht man jetzt natürlich nicht mehr im besten Fall. Die Nase highlighte ich in der Regel und versuche das natürlich alles möglichst gut zu verblenden. Es soll ja nicht wie Striche auf der Maske aussehen, sondern einfach wie ein paar Highlights, die Maske, die der Maske so ein bisschen den 3D-Effekt verleihen. Also versucht das wirklich gut zu verblenden. Die Wangenknochen mache ich natürlich noch und danach benutze ich schwarzen Mascara. Das müsst ihr wahrscheinlich nicht, wenn ihr dunkle Wimpern habt. Ich habe blonde Wimpern, das sieht man auf der schwarzen Farbe immer. Deswegen benutze ich ordentlich schwarzen Mascara. Man sieht dann auch nicht unbedingt zu weiblich aus, denn auf der schwarzen Maske sieht man ja das Schwarz eh nicht. Dann benutze ich einen guten Abdeckstift für meine Lippen. Den habe ich irgendwann mal von Rossmann, glaube ich, gekauft, aber der ist einfach klasse, der hält sich gut. Und fange dann an mit Make-up in meiner Hautfarbe, also Totenbleich. Natürlich von außen nochmal an der Maske lang zu fahren. Passt echt auf, dass ihr nicht über die Maske kommt. Es ist ein bisschen Fummelarbeit, aber es lohnt sich, einfach außen an der Maske nochmal entlang. Und auch versuchen, so wie ich das teils mache, das so ein bisschen ins Gesicht zu verblenden. Ihr wollt ja die Maske, ihr wollt ja nicht komische Make-up-Ränder um der Maske haben. Es soll ja so aussehen, als würde das fließend übergehen. Und ja, nehmt euch da genug Zeit für, seid ordentlich. Man kann das echt nur machen, wenn man Ruhe hat. Wenn man mega unter Stress steht, ist das ganz schwer. Ich spreche aus Erfahrung. Versucht das ein bisschen zu verblenden, so wie ich das da gerade mache. Und habt vor allen Dingen viel Geduld. Ich persönlich mal die Maske am liebsten einfach auf, weil es am flexibelsten ist, weil die Mimik am besten noch rüberkommt. Aber es ist viel Arbeit, ich will euch nicht anlügen. Danach müsst ihr natürlich auch den Rest vom Gesicht eindecken. Ich mache immer noch ein bisschen auf die Ohren und auf den Hals, damit alles in einem in einem Ton bleibt. Ja. Ach, ist immer schön, was man für Gesichtsakrobatik hat beim Schminken. Stirn nicht vergessen. Ja, und dann fange ich eigentlich auch schon an zu konturieren mit der Palette, die ich schon ewig habe, wie man sieht. Und das Contouring ist eigentlich ganz normal, so wie ihr das gewohnt seid. Crossplay natürlich relativ männlich. Ja, ich versuche, betone die Wangenknochen immer noch extra.
weil ich finde, dass das zu der Maske einfach gut aussieht. Chat Noir an sich, also Adrian ist ja erst 15, 16 in der Serie, deswegen muss man jetzt nicht so mega männlich aussehen. Aber jeder hat auch eine andere Gesichtsform. Da werdet ihr am besten wissen, wie ihr euer Gesicht konturiert. Ansonsten guckt euch da einfach mal Tutorials für an. Da wird das erklärt, je nach Gesichtsform, wie man das am besten machen kann. So, danach kommen die Lippen. Da packe ich euch aber nochmal eine kleine Übersicht zu rein, wie man die Lippen genau shadet. Ich benutze die dunkelste Konturfarbe aus meiner Palette für die Mundwinkel und arbeite mich dann ganz langsam hoch. Was ich bei Chat Noir gern mache, ist einfach auch den Bronzer benutzen, um die Lippen nochmal ein bisschen farbiger zu machen, so wie ihr das da gerade seht. Ich finde, das gibt einfach einen ganz schönen Effekt und kommt dem Animierten von ihm, den animierten Lippen, recht nah. Anschließend betone ich auch diese kleine Kuhle, die über den Lippen ist. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt, sorry. Und versuche das natürlich zu verblenden. Und dann gehe ich nochmal mit Concealer oder Make-up an den Rändern der Lippe entlang, weil das Make-up, das verteilt sich natürlich ein bisschen und ich möchte, dass die Lippen aber möglichst, ja, förmlich bleiben, also nicht so ausfaden. Dann benutze ich Highlighter und das ist einer meiner Lieblingstricks, oben an den Lippenbändchen und auch an der oberen Lippe. Ich finde, das passt einfach super zu Chat Noir und macht die ganze Lippenpartie nochmal einfach ein bisschen, ja, hübscher. Definierter vor allen Dingen. So, und dann noch ein ganz wichtiger Schritt für die Maske. Und zwar wollen wir so eine Art Schlagschatten darunter machen, sodass die Maske noch ein bisschen 3D-Effekt hat, sodass sie praktisch einen Schatten wirft. Dafür nehmt ihr einen relativ kleinen, flachen Pinsel und guckt, dass ihr wie so eine Art kleine Linie unter der Maske zieht. Ihr seht das ja, wie ich das mache. Ich benutze dafür den dunkelsten Ton in meiner Contouring-Palette. Ihr könnt aber auch einen dunkelbraunen Eyeshadow benutzen. Also da könnt ihr einfach experimentieren, wie ihr wollt. Und ja, könnt ihr auch ganz weglassen. Das ist ja euch überlassen, wie ihr das machen wollt. Ich mag das, deswegen mache ich das immer. So, dann seid ihr auch schon fertig. Ich hoffe, dieses Tutorial war hilfreich für euch. Das ist natürlich mit unserem Projekt Danse du Miracle entstanden. Und ja, wir dachten, wir halten das mal für euch fest. Wir hoffen, ihr habt Lust, unsere anderen Videos auszuchecken. Vor allen Dingen unseren Trailer, den ich verlinke. Hinterlasst uns ein Like, einen Kommentar, Feedback. Wir freuen uns riesig und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.